Mein Buch Darmfitness. Was kann dieses Buch? Ich habe das Buch unterteilt in 5 Kapitel. Und zwar sind das Bewegung der Hände, Bewegung der Füße, Koordination, Unabhängigkeit, Timing. Das sind die 5 Bereiche, in denen Schlagzeugtechnik stattfindet. Und ich habe hier Übungen zusammengestellt, die meiner Meinung nach wirklich grundlegend und wirklich Basisübungen sind. Wenn du das Buch also durchgearbeitet hast, andersrum, hast du so etwas wie eine Grundausbildung Schlagzeugtechnik hinter dich gebracht. Ich fokussiere dabei ganz bewusst nicht auf Patterns, sondern auf Bewegung. Doubles Rock Roll und Paradiddle kommen vor, aber in dem Händeartikel ganz hinten und nicht zu Anfang. Wichtig ist noch zu sagen, da sind eine CD, eine Audio-CD und eine DVD enthalten. Auf der CD sind Playalongs für die Timing-Abteilung, ganz bestimmte lustige Playalongs für die Timing-Abteilung, und auf der DVD sind Hand- und Fußbewegungen gezeigt, und zwar extrem langsam. Das ist also die langsamste Schlagzeug-DVD der Welt. Meine Idee dahinter war, dass Sie die Bewegungsabläufe wirklich in Ruhe betrachten, verstehen und nachvollziehen kannst. Das habe ich dazu zu sagen.